Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, The Elder Scrolls 5. Vorige Folge haben wir uns den Drachenstein besorgt und Lukans Klaue zurückgeholt. Die haben wir auch dem Lukan wunderbar hübsch zurück ins Händchen gedrückt. 600 Gold dafür eingesteckt. Und ganz viel auch an Sachen, die wir im Ödsturzhügelgrag haben, in Flusswald verkauft. Jetzt sind wir mit dem Drachenstein in der Tasche zurück auf den Weg nach Weißlauf zu Faringar, damit wir... Jenassa, bist du noch da? Ja. Damit wir uns... Ich meine, das ist der Punkt, ab dem man es kaufen kann. Das Haus Briesenheim kaufen können. Ich war auch schon am Überlegen, ob wir direkt dann in den Drachenkampf starten. Ich bin zwar noch nicht so kräftig dabei. Aber das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir versuchen direkt mal, dass wir auch... den ersten Drachenkampf starten. Anders als Morrowind und Oblivion ist es ja so, dass ich Skyrim viel gespielt hatte. Das steht hier auch überall drin, habe ich häufig genug erwähnt. Es wird definitiv Spoiler kommen. Also, ne? Wenn jemand das will, dass ich das nicht tue. Moment, ich habe das Fadenkreuz noch aus. Wenn jemand will, dass ich nicht Spoiler, sondern mehr versuche, Sachen zurückzuhalten, dann schreibt es gerne, dann halte ich die Klappe. Ich werde zwar da nicht übermäßig viel überrascht sein. Außer jetzt zum Beispiel in der letzten Folge, wo ich einen Weg nach oben gefunden hatte. Zum Ölsturzhügelgrab zurück, den ich noch gar nicht kannte. Aber, warte mal. Nein! Ich will den blauen Schmetterling haben. Bleib stehen! Größer. Hier bin ich blind. Da. Und da. Wunderbar. Jetzt können wir weiter. Vier blaue Schmetterlinge, die will ich nicht einfach so liegen lassen. Beziehungsweise fliegen lassen. Ja. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen hat. Ach ja, genau. Die Dämmerwacht hat uns auch noch angesprochen und auf das wachsende Vampirproblem in Skyrim hingewiesen. Und dass die kräftige Burschen und Frauen gebrauchen könnten, um der Lage Herr zu werden. Und wenn wir gerne Vampirjäger werden wollten, können wir das tun. Habe ich aktuell nicht vor. Ja. Backen noch viel kleinere Brötchen gerade. Viel, viel kleinere Brötchen, als hier Vampirjäger. Entschuldigung, Schluck auf, als hier Vampirjäger zu werden. Jedenfalls. Liegt erstmal der Weg zu Faringar auf vor uns. Weit ist er ja nicht mehr. Ist er kaputt? Lang sind durchlöchert. Ich dachte gerade, das wär vielleicht Schmutz, aber die sind kaputt. Die auch. Richtig angeranzt. Und mal neue Flaggen machen. Die alten Zweckentfremden, könnt ihr Verbände draus machen. So. Moin Jungs. Ob man in Weißlauf irgendwo fischen kann? Ist da drin eine Stelle gibt? Ich meine jetzt hier beim Kanal nicht, aber vielleicht... Vielleicht beim Brunnen. Es gibt ja, glaube ich, zwei Stück. Müsste nicht hier irgendwo ein Brunnen sein? Ach, der ist hier in der Mitte. Arbeitet ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie? Tja, was soll ich hab das alles nie so richtig verstanden. Nur weil ich eine Graumelde bin, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht selbst... Gut, aber Alchemie ist ein gutes Stichwort. Wir machen mal eben kurz ein bisschen was am... Alchemitisch. Ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Mach ich. Moment. Magiker wird erhöht. Ausdauer senken. So, was haben wir jetzt hier noch? Eine Biene, Bienenstockhülle, Feuersalze. Sachen, die ich noch nicht gegessen habe. Dann essen wir die doch mal eben. So, Biene, Bienenstockhülle. Den da. Den nicht. Den da. Den auch. Den nicht. Den auch nicht. Auch nicht. Okay. Dann gucken wir mal. Können wir noch was herstellen? Ich verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Nö, können wir nicht. Okay. Dann können wir ja Arcadia zumindest ein paar von unseren Tränken noch verkaufen, die wir gerade gebraut haben. Was benötigt ihr, mein Freund? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert.
Nein, aber an eurem Geld. So, Frostresistenz. Magikaregen brauche ich. Magika verstärken nicht. Essen? Ja, die werde ich nicht verkochen. Wenn alles ihr klar. Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit. Danke, Arcadia. Ich denk dran an dich, wenn ich mal Tränke brauche. Mein liebster Sau. Moin, Amren. Dein Schwert. Ja. Aber dein Schwert habe ich noch nicht gefunden. So, am Brunnen war nichts. Ja, am Brunnen war nichts. Und wenn jetzt oben, das wäre noch eine Überlegung. Also hier sind keine Fischzubehörsachen. Wahrscheinlich kann man in Riften angeln. Ja, in Riften kann man bestimmt angeln. Also, dann bewegen wir uns mal langsam Richtung Faringar. Ihr müsst doch jetzt genau Besuch bekommen haben. Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Es muss sich um die Kopie einer noch älteren Schrift handeln. Möglicherweise stammt sie aus der Zeit direkt nach dem Drachenkrieg. Falls ja, könnte ich aus späteren Schriften Querverweise zu den Namen erstellen. Gut. Ich bin froh, dass ihr Fortschritte macht. Meine Auftraggeber wollen ein paar handfeste Antworten. Oh, keine Angst. Der Jarl interessiert sich nun endlich persönlich dafür. Also kann ich dieser Forschung nun den Großteil meiner Zeit widmen. Die Zeit fliegt dahin, Faringar. Vergesst das nicht. Dies ist keine bloße theoretische Frage. Die Drachen sind zurückgekehrt. Ja, ja, keine Sorge. Obwohl die Möglichkeit, einen lebendigen Drachen aus der Nähe zu sehen, natürlich unglaublich wertvoll wäre. Nun, dann will ich euch etwas anderes zeigen. Äußerst faszinierend. Auch eure Arbeitgeber dürften daran interessiert sein. Hm? Ach ja, der Schützling des Jarl. Zurück aus dem Ödsturzhügelgrab? Und ihr seid nicht tot, wie mir scheint. Ah, der Drachenstein vom Ödsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. So. Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Oh, ich hab Hunger. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ja. Ihr seid ins Ödsturzhügelgrab gegangen und habt das geholt? Ja. Nicht schlecht. Danke. Schickt mir einfach ein Exemplar, Faringar, wenn ihr es entziffert habt. Faringar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er? Nassa sieht aus wie ein Riese neben Irelet. Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Ach, Moment, ich bin hier falsch. Ja, ich komme. Darf ich noch was essen vorher? Ich habe voll Hunger. Ärger oder so? Kommt vom westlichen Wachturm? Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben.
Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. So, Pelzarmschienen des Führens hinzugefügt. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. So, Inasa, wir haben aber noch was zu tun. Wir gehen jetzt noch nicht sofort Irilet hinterher, weil wir sind viel zu erschöpft. Wir gehen jetzt erstmal die gesamten Sachen, die ja Verzauberungen haben, einmal beim Arkanen Verzauberer entzaubern. Und dann ein paar Verzauberungen auf die Sachen draufpacken. Einhändige Eingriffe verursachen. Oh, das tut weh, die zu entzaubern. Oh, mach ich nicht. Nee, die ja, die nein. So, Verzauberung. Feuerschaden, ich kann schon so viel machen. Ich würde gerne Magiker-Regeneration auf den Gegenstand packen. Hellrüstung. Nehmen wir die Folterkapuze. Nein, warte mal. Ich mach das anders. Das kommt weg. Ich mach zuallererst die Lederarmschienen. Was kriegen die? Magiker-Versteiger. Versteigern. Ja, versteigern den Magiker. Armselig. Her damit. Das ist eine ordentliche Verzauberung. So, Lederstiefel. Wegen Blitzresistenz. Zack. Suchen wir noch einen. Kupferdiadem und Folterkappe will ich nicht, aber Fellschuhe kann ich verzaubern mit Blitzresistenz. Sehr schön. Jetzt nehmen wir noch die Fellrüstung. Fellrüstung kriegt Magicka-Regeneration. Ja, ich weiß, es ist nicht viel, aber das ist ja auch egal. Es geht mehr darum, hier gerade ein bisschen was an Sachen drauf zu packen. Magicka verstärken. Wunderbar. Habe ich noch einen Gegenstand? Die Spitzhacke. Spitzhacke kriegt jetzt einfach mal Feuerschaden. Und auf dem winzigen Seelenstein. Wunderbar. Und der Rest, der bleibt. Außer... Ja. Ihr braucht etwas, wenn ja, dein ihr Hammer. Wünscht. Gib mir mal das, das, das und das. Dann mal los. Da können wir auch ein paar kleinere Verzauberungen draufpacken. Ich weiß, die sind nicht stark. Die werden nicht wirklich was reißen. Aber... Früh anfangen. Mit dem Verzaubern. Ne? Nee, nicht Blitzresistenz. Wir nehmen Zweiern verstärken. So, nächsten Gegenstand, den Helm. Der kriegt... Oh, einfach Magiker-Regeneration. Die Handschuhe bekommen... Zweiern verstärken. Und der Hammer kriegt... Feuerschaden. Zwei Punkte. Wunderbar. Sehr schön. Das kann ich jetzt alles in Nasser zurückgeben. Und jetzt ist er ein kleines bisschen stärker als vorher. Wenn ihr es wünscht. Also, du bekommst die Handschuhe, den Helm, die Stulpen. Und den Hammer. Und ich habe jetzt alles eigentlich. Okay, die Ledersachen, warte mal, die ziehe ich an. Hellarmschienen muss ich behalten. Nach euch. Ja, sowieso. Avenici, wo ist er? Juventus. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Richtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Also, die ersten Sachen, die wir einrichten werden. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten. Sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Hab ich. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ich würde gerne das Alchemielabor kaufen. Ich werde alles Nötige veranlassen.
Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja. Möchte die... Dachbodendekoration? Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Okay, das kennen Möchtet wir. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja. Speisesaaldekoration? Sehr wohl. Ich werde alles Nötige veranlassen. Kennen wir? Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, wir wollen noch die Schlafzimmereinrichtung kaufen. Sehr wohl. Ich werde... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Wohnzimmereinrichtung. Sehr wohl, ich werde... Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Kriegen wir die Kücheneinrichtung noch? Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Schon gut, ich brauche gerade keine Dekorationen. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Danke, aber gerade nicht. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Mach ich. Prächtig, ich amüsiere mich prächtig. So, Jenlasa. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Hab ich vor. Doch erstmal gehen wir mal eben nach Briesenheim. Wolfried, Kopf des großen Kampfgeborenen. Ja, den hat jeder schon gehört, den Namen. Brauchst es nicht jedem wieder, immer wieder auf die Nase binden. Hast du gehört? So. Auf geht's. Schöner Ausblick hier. Hi, Brenuin. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Mein Gott. Das fühlt sich immer so an, als ob sich die Nase zusammenkräuselt. So. Wunderbar. Wer kennt's nicht hier? So. Bücherregal. Schriftrollen nicht, Bücher. Und zwar, das Tagebuch haben wir schon gelesen. Wo ist das nächste Tagebuch? Hier, das haben wir gelesen. Schnur und Köder habe ich gelesen. Oh, ein verborgener Schatz. Notiz. Nacht über Sentiel habe ich noch nicht gelesen. Aber geheimnisvolles Akavir habe ich gelesen. So, ihr könnt schon mal hier oben hin. Hier unten kommen jetzt noch Bücher rein, die ich nicht gelesen habe. Die bin ich gerade am Lesen. Oh, der geht immer nach oben. Hm? So, dann noch ganz schön viele Bücher, die wir da lesen können. Okay. Tabak. Ne, Trankmischerbeutel. Ich habe gerade Tabakmischung ver... Ich habe gerade Tabakmischung gelesen. Verdammt nochmal. Zutaten. Alle rein da. Jetzt haben wir aber gleich richtig schön Platz im Inventar. Oh. Jenlasa, musst du dich immer hier so in den Weg stellen? Mensch. Das ist doch nicht so schwer. Einfach mal nicht ständig in den Weg stellen. Gut, hier oben in der Truhe kommt alles an Krimskrams rein. Dietrich hier nämlich nicht so viele mit. Mir reichen eigentlich 20 Stück. Eisenwaren kommen hier rein, Eisenerz auch, Fuchspelz, in ihre Weinflasche, die verkaufe ich, den Wolfspelz rein, den behalte ich, so, Schriftrollen, nee, Bekleidung, ja, aber die Bekleidung kommt in die Kommode, ja, die kann da drin bleiben, die Kleidung, und zwar kommt da rein der hier. Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen und das auch. Die Angel bleibt da, die Spitzhacke bleibt auch da. Schriftrollen packe ich noch dazu. Oh, Moment, ich kann für den Drachen die beiden Feuerbälle gebrauchen. Und Zaubertränke, den brauche ich jetzt gerade nicht, den auch nicht. Die Heilungen brauche ich alle. Wunderbar, ich glaube, dann haben wir es, ne? Ja. Also, dann gehen wir jetzt erstmal eine kurze Runde schlafen. Wir haben 6 Uhr abends. Warte. Nein. Dann gehe ich vorher nach Adriane in die Schmiede. Beziehungsweise, nein, ich gehe zu Beletor in den Gemischtwarenladen. Denn davor...
Rillet sehe ich gar. Ach, die sind schon losgelaufen. Schade, da konnte ich die Ansprache nicht hören. Hi. Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will Geld, also verkaufen. Du kannst haben die hier, das hier und das hier. Hast du vielleicht... Lass mal schauen. Nein. Nein. Hier. Ich habe kein Geld. Nee, ich gucke hier nicht weiter rein. Da werde ich nur traurig. Mit euch Geschäfte zu machen. Freut mich. Ich hätte auch gern Geschäfte mit euch gemacht. So. Damit wir auch tatkräftig beim Drachen unterstützen können, geht's jetzt einmal in der Haya Bett. Eine Mütze Schlaf sammeln. So, jetzt schlafen bis 6 Uhr morgens. Bin hier jetzt schon wieder. Achso, da war eine Nachricht, dass was auf Steam im Angebot ist. Ah ja. So, oh, ach ja, Leveler. Magica. Zerstörungszauber kann ich nicht lernen. Heilzauber wäre noch eine Überlegung. Beschwörung. Lehrlingsstufe. Totenbeherrschung. Was ist das hier? Nee. Illusion benutze ich nicht. Alchemie brauche ich gerade nicht. Redekunst auch nicht. Ist hier alles ein... Leichtrüstung auch... Soll ich Einhand lernen? Nee, ne? Verzauberung! Ja! Verzauberung! Seelenpeiniger. Aha. Dann sind hier wären Feuerverzauberung schon besser gewesen. Schade. Naja. Dann gucken wir mal eben. Erwacht und gut ausgeruht. Aktive Effekte. Wir sind noch erschöpft. Und hungrig. Mist. Dann essen wir doch nochmal Kartoffelsuppen. Und jetzt sind wir warm, satt, gefüllt, gut ausgeruht. Wunderbar. Jetzt sind wir kampfbereit. Leicht hoch. Ich habe gerade so viele Suppen gegessen. Und warum ist das Schlafzimmer hier noch nicht dekoriert? Okay. Jetzt bin ich wieder satt. Loch ohne Boden, ey. Also, Jenasa. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ein Rancher Drache wird jetzt gemacht. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Okay. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Wen sucht ihr nochmal? Warum sucht ihr diese Person? Nein, wir haben gerade zu tun. Später finden wir sie. Also, ab nach... draußen! Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Nein. Steinbruch? Was für ein Steinbruch? Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Hä? Oh, das muss man nicht verstehen, oder? So, damit mir das Pferd nicht stirbt, werde ich es nicht bis zum Turm bringen. Ich bringe das nur hier vorne zu den Ställen. Beziehungsweise vorne an die Kreuzung. Ah, an die Kreuzung. Nicht, dass mir das einer klaut, ne? Ich bringe das mal zu den Ställen. So. Begleiter, du bist im Begleiterbefehlsmodus. Bewege. Was? Will ich gar nicht. So. Alles klar, das passt. Dann machen wir uns mal auf. Die sind ja schon vorne beim Turm. Wir müssen jetzt noch hinterher. Leider haben wir die Dialoge dadurch nicht mitbekommen. Das tut mir leid. Nur...
Der Überlebensmodus fordert solche Sachen schon mal von einem ab. Wir wollen ja nicht, dass der Kergo hier umfällt. Vor Schwäche. Weil er so viel Hunger hat und so müde ist. So, dich nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Den einen blauen habe ich verloren. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Wenn ihr eine entdeckt, es sieht schlecht aus, einen Feind hineinzulocken. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Hm? So. Wo ist er denn jetzt? Hier beim Turm, ne? Ja, hier müssen wir hin. Hä? Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Was ist hier passiert? Wo ist der Drache? Antwortet schnell. Ich weiß nicht. Kynaret, rette uns. Er kommt zurück. Oh. Da kommt er. Geht in Deckung. Ja. Und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ich habe keine Pfeile, aber ich habe Magie. Aber vielleicht hat ja hier einer Stahlpfeile. Das ist gut. Und direkt wieder ein Level ab. Jetzt geht die epische Kampfmusik los. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Ach, da. Junge, du kriegst sowas von Feuerball ins Gesicht, wenn du mal endlich stillhältst. Da ist er ja. Ha! Junge! Okay, wir müssen uns aufs Heilen konzentrieren. Ja, ja, ich bin dabei. Waffe. Brauche nicht einen Stahldolch. Ja, Jagdbogen. Was ist das? Das hat richtig gesessen. Was ist da? Da. Ich brauche noch ein paar Pfeile. Tut mir leid. So. Was macht denn der da hinten? Die Khajiit! Wo will der denn hin? Hallo? Gleich haben wir dich. Hallo. Mein Gott. Dass dem nicht schwindelig wird. Jetzt aber. Inasa, du musst schießen. Was hast du gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Hier, nimm Pfeil. Ah, hallo? So, jetzt gleich bereiten wir hier mal so einen richtig schönen fetten Feuerball vor. Benz! Okay, kein Magiker mehr. Yuruzok! Was auch immer das heißt. Grief, Grief, Yuruzok. Der hat schon eine ziemlich blutige Schnauze, muss man ja sagen, ne? Wo hat denn der reingebissen? In Glas? Boah. Ja, wirklich. Nereva. Hey, Nereva, den kenne ich doch. Endlich verstehe ich, weil ich Morrhind gespielt habe, was die damit meinen. Ihr seid tapfer, Balan Togorom. Eure Niederlage bringt mir Ehre.
habe keine Waffe. Moment, ich hole mir eine. Hier. Nee. Zack. Und. Uah. Die Kajit gerade auf dem Schwanz vom Drachen. Komm her. Au. Los. Hat sie ihn zerpflückt? Nee. Gut. Mit eines der bemerkenswerten Dinge, finde ich, ja. Du hast hier so ein Stahldolch. Und damit prügelst du auch so ein richtig fett gepanzertes Monstrum ein. Lass den Händler am Leben. Den brauche ich noch. Spannend, ne? Jetzt geht er auch nicht mehr nach oben. Jetzt bleibt er unten. Nein, lass ihn doch mal leben. Bis das Feuer! Sie haben. Ah. Hat geklappt. Ich habe keinen Zwischenstand gemacht. Mist. Das wird für Thumbnail ein bisschen doof. Kajit einfach. Da geht ein Drache drauf. Der ist einfach so in deren Karawane rein. Die haben Schiss vor Banditen. Und dann kommt da der Drache und die alle nur. Komm her! Genau, ein volles von drauf. Und was passiert? Gerade erst verreckt. Nicht erstmal gucken, oh, können wir was davon haben? Nee, ich kann dir Sachen verkaufen. Also, wenn du Geld hast, ne? Komm mal her. Also, wir haben jetzt den ersten Drachenschrei gelernt. Unerbitterliche Macht. Und der erste kommt schon. Ihr seid ein Drachenblut. Ich bin Bretone. Drachenblut, wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? So viele Wovon dunkle redet Ecken, ihr denn? Aus denen man Stimmt, angreifen kann. Mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenblut-Helden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden, die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sagt doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen und das verstehe ich auf jeden Fall. Der ist definitiv tot. Dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachen. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskar. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Nö. Und jetzt? Kriege ich jetzt nicht hier die Ansage, wie ich das mache?
weiß, wie ich es mache, aber. So. Schrei benutzen. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Was für eine Macht ist das? Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Okay. Irilet? Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Okay, aber vorher plündere ich noch den Drachen. Ah, Jackpot! Der hat 3 Drachenknochen und 3 Drachenschuppen! Oh, wie geil! Her damit! So. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Gerne, also Dusch. Wenn Geld spricht bei dir Bände und mich stört's nicht, weil wenn du für Geld mir meinen Arsch rettest, nee, ich will dir's geben. Dann immer gerne. Muss mir nur eben kurz meine Spitzhacke zurückgeben, bitte. Dankeschön. Dann mal los. Genau, gehen wir zurück. Ja, Mensch. Du machst jetzt Pause? Dass ihr an unserer Seite kämpft. Ja, gerne, gerne. So, hat ja doch, ey, das hat alles geklappt, was ich machen wollte. Eine Sache fehlt noch. Wir müssen noch das Buch lesen und wir haben Stufenaufstieg, der möglich ist. Mensch, was ist nicht alles passiert? Nehmen wir mal die Abkürzung hier übers Feld. Dann können wir gleich, wenn wir in einer Hütte kurz ein paar Sachen ablegen, nämlich die Drachenknochen und Drachenschuppen, die wiegen sehr viel. Ja, okay. Heute donnert's. Donnert's ungemein. Und Yennassa ist irgendwo schon wieder am ADW und macht, was auch immer sie will. Hallo! Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ich warte gleich einfach vor der Tür eine Stunde. Dann müsste sie nachkommen. Zugbrücke können die hochfahren. Aber dafür müsste ja eigentlich mal am besten diese wobei... Ah, hier ist ein Tor. Okay, verstehe. Wo ist hier Nasser? Oh, wo habe ich die denn jetzt verloren? Die ist nicht mehr da. Du bist gleich hungrig. Och nein. Da unten steht sie nicht. Alle am Husten hier. Find sie nicht. Ärgern. Da ist sie ja! Mensch, ich hab dich gesucht! Da muss ich mich noch am Rempeln, das ist nicht nett. Aber ich habe schon wieder Hunger. Ja gut, so ein Drachen töten ist auch echt anstrengend, ne? Essen wir mal eine Kartoffelsuppe. Ist auch gleich mal wieder Zeit, neues Essen zu kochen. Ich denke, es wird sinnig, wenn ich mir gleich ein bisschen Kartoffeln kaufe. Salz müsste ich noch haben und dann machen wir wieder Kartoffelsuppen. So. Oder ich kann mir auch einfach Zutaten beim Jarl leihen. Den stört das nicht, wenn ich mir die nehme. Bei dem in der Küche liegt eine Menge rum. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja. Ganz alleine. Da war noch keine Khajiit-Karawane. Nein, 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 nein. Die Wachen waren auch alle im Turm, haben sich in die Ecke gekauert und gewinselt. Aber wir standen vorne. Manchmal frage ich mich, wie viel diese NPCs einfach aushalten. Es ist schon häufig sehr surreal. So. Und schon ist Platz in der Tasche. Dann setzen wir uns doch mal unten in die gemütliche Ecke hier. Das Feuer. Und lesen weiter auf Seite 5 aus unserem Buch. Was lesen wir gerade? Das Geheimnis von Prinzessin Talara, Band 1. So, wir hatten schon gelesen über die junge Dame, die fast 30 war. Und weiter ging es mit Gräfin Julia. Gräfin Julia, die Tochter des Königs, ritt aus den Toren des Palastes und verfluchte
sofort die unpässliche Situation, in die sie geraten war. Denn sie hatte den Marsch der Schönheit gänzlich vergessen. In den Straßen herrschte völliges Chaos und an ein Fortkommen war kaum zu denken. Es würde noch Stunden dauern, bis der Marsch vorüber sein würde. Und sie dabei hatte doch ihrem alten Kindermädchen Ramke versprochen, sie in ihrem Haus im Süden der Stadt zu besuchen. Nimm's mir nicht übel, aber den Satz habe ich verstanden, aber ich verstehe nicht, warum man ihn so schreibt. Also, Julia überlegte einen Moment lang, stellte sich im Geiste die Straßenzüge vor und beschloss, eine Abkürzung an der Hauptstraße und am Marsch vorbeizunehmen. Ein paar Minuten lang ging ihr Plan auf. Sie bahnte sich ihren Weg durch schmale, verwinkelte Seitenstraßen, bis sie auf eine Reihe von Zelten und Buden stieß, die man für die Feierlichkeiten mitten auf dem Weg errichtet hatte. Wenige Sekunden hatte sie sich in der Stadt verirrt. In wenigen Sekunden hatte sie sich in der Stadt verirrt, in der sie bis auf 5 Jahre ihr ganzes Leben verbracht hatte. Am Ende einer Gasse sah sie die dicht bevölkerte Hauptstraße, in der der Marsch der Schönheit voll im Gange war. In der Hoffnung, dass dieser Albtraum ein Ende nehmen und sie sich nicht erneut verirren würde, lenkte sie ihr Pferd in Richtung des Festes. Dabei übersah sie den Schlangenbeschwörer am Eingang der Gasse. Als dessen Schlange sich zischend aufrichtete, bäumte sich ihr Pferd vor aller Angst auf. Frauen in der Parade hielten den Atem an und wichen zurück. Aber es gelang Gräfin Julia schnell, ihren Hengst zu beruhigen. Beschämt sah sie sich den Aufruhr an, den sie verursacht hatte. "Entschuldigt, meine Damen", sagte sie und machte dabei zum Scherze eine militärische Geste. "Keine Ursache, werte Dame", antwortete eine in Seide gehüllte Blondine. "Wir sind gleich aus eurem Weg verschwunden. Wege hätte doch besser gepasst vom Wortlaut her, oder?" Julia starrte in die vorbeilaufende Menge. Der Blick auf diese Hure war wie ein Blick in den Spiegel gewesen. Alter, Größe, Haar, Augen und Figur waren fast genau gleich. Die Frau sah sich nach ihr um, so als hätte sie das Gleiche empfunden. Gut, und das hätte auch Güna, mit der machen wir dann in der nächsten Folge weiter, im Buch Die Geheimnisse von Prinzessin Talara. Ja, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. So, haben wir auch genug Zeit, um zum Jahr zu gehen? Haben wir. Ja, haben wir. Okay. Na, da ist mal wieder einer am Holzacken. Machst du gut, sieh gut. Ich arbeite für Benetor im Gemischtwarenladen. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Schönen guten Tag. Hallo. So. Dann haben wir es ja gleich geschafft hier. Drachenfest. Dann steigen wir mal mit in die Diskussion ein, die jetzt gleich geführt wird. Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Okay. Hi, Kaius. Gut. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ihr habt den Ruf gehört. Was sollte es sonst sein? Die Graubärte. Wir haben gerade über euch gesprochen. Mein Bruder möchte mit euch reden. Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ja. Der Wachturm wurde zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich habe den Drachen getötet. Ich finde, das ist eine Belohnung wert. Nein, wir leben. Der Wachturm war zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Das ist die Wahrheit genannteste oder die am nächsten der Wahrheit empfundene Aussage.
Und das zweite ist nochmal das zweite. Erstmal ist die erste meiner Meinung nach wichtiger. Also, der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Die Graubärte? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was wollen die Graubärte von mir? Das heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Ich dachte, einer war auf dem Schond. Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hochrodgar gerufen hat. Aha. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Talos von Admora war. Hunga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Genau! Geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt. Es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodgar aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr? Die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodgar ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodgar. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Okay. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann, zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Aber ich muss noch mal zu ihm. Ja, mein Herr. Proventus! Proventus! Warte. Mögen die Göttlichen euch segnen. Ich würde gerne... Da helfe ich euch gerne. Ja. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Ich habe noch ein bisschen Geld da. Natürlich findet ihr in der Fibel... Ja, kennen wir... Oh nein! ...eine Beschreibung aller Dekorationsmomente, die ihr kaufen könnt. Ich diene Jarl Bad, da helfe ich euch. Und natürlich... Ja, also, ja. Was möchtet ihr gerne kaufen? Ich kann oben kein Zimmer dekorieren, warum nicht? Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Hau rein. So. Hier machen wir jetzt auch Feierabend. Es gibt nur eine Sache, die man noch zum Schluss klären muss, aber das werden wir dann erst in der nächsten Woche wahrscheinlich umsetzen können. Sollen wir Lydia nehmen oder sollen wir Yennassar behalten? Mir ist es gleich. Das könnt ihr mal. Ich glaube, ich mache eine Umfrage. Ja. Hauen Sie rein. Schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.